Spieler bin ich sowieso. Bis dahin spiel ich mit deutschen Rappern Domino, weil es für sie um King Kalitzin geht. Ich will so sein. Yo, Freunde, was geht ab? Back in dem Game. Remember my name. Genau, jetzt muss ein Auto hier vorbeifahren. Alles klar. Was geht ab? Es ist wieder der Angel hier für euch am Start mit einer weiteren Real-Life-Story. Die feiert ihr richtig. Da muss ich auch mal ein Danke rauskloppen an euch. Korrekt, dass ihr diese feiert. Und ich habe eine Real-Life-Story. Die kann die letzte wohl doch übertrumpfen. Übrigens hat die sich immer noch nicht gemeldet. Ne? Also wer nicht weiß, wovon ich rede, schau mal auf meinen Kanal vorbei. Das Wetter ist immer noch nice. Ich hoffe mal, ihr lasst euch gediegen mal die Sonne auf die Stirn klatschen. Ich chill hier auch in kurzer Hose, da kann ich nichts. Und die Real-Life-Story, worum es heute geht, hat mit einem gewissen Typen zu tun. Wie hieß er nochmal? Bobby Barboa oder so? Scheiße, ich weiß seinen Namen jetzt gerade nicht mehr. Habe ich an einem besagten Abend einen Stream gestartet. Der eine oder andere kennt es vielleicht. Ich streame ab und zu auf YouTube. Und da haben wir was abgemacht. Für jede 5€ Donation hat er vorgeschlagen, für jede 5€ Donation trinke ich einen puren Shot Whisky. Ich weiß immer noch nicht, wieso ich das getan habe. Da haben wir auch schon gut 2 Stunden gestreamt. Es war so 21 Uhr. Dann kam auch schon die erste Donation rein, weil ich habe dann zugestimmt, ne? Dann kam auch schon die erste Donation rein. Ich also den ersten weggetrunken. Ich meine, einmal im Monat kann man sich schon mal die Kante geben, wenn man es jetzt nicht so übertreibt. Kennt eure Grenzen, das ist ganz klar gesagt hier. Und dann habe ich halt den ersten Shot genommen, den zweiten Shot, den dritten Shot. Dann kam halt immer so eine 10€ Donation, eine 5€ Donation. Dann, Freunde, ist was passiert, wo mir die Augen aus meiner Birne rausgekullert sind. Da habe ich echt schon den Kackstreifen in der Hose gehabt. Digga, da kam eine fucking 100€ Donation rein. Für 100€ trinken. Für 100€ trinken. Ihr könnt ja euch natürlich vorstellen, ich war dementsprechend im Arsch, ne? Ich war dementsprechend im Arsch. Dann, wo ich den letzten Shot von den 100er weggesüppelt habe, da ging noch so eine halbe Stunde oder so vorbei, wo mal immer so eine 5€ Donation reinkam. Dann kam noch eine 100€ Donation rein. Dann kam einfach die zweite 100€ Donation rein und ja, diese Donations sind real. Klar muss ich Steuern abziehen, dies, das, aber ich habe für 200€, sagen wir, ich musste an dem Tag für 300€ musste ich trinken. Also für jede 5€, ne, musste ich dann halt einen Shot trinken. Ich hatte später ganze Wodka-Pulle weg, ganze Whisky war weg, der schöne Ballantines hat dann auch sein Ende gefunden. Und den einen oder anderen Grünen habe ich dann doch schon hinterher getrunken, weil ich einfach nichts mehr da hatte, so, ne? Ich war so im Arsch. Dann nach 6 Stunden betrunken Stream habe ich dann auch gesagt, alles klar, jetzt ist Schluss, Freunde, ich kann nicht mehr. Und es war ein mega geiler Stream, ohne Scheiß. Und dann ist etwas passiert, was ich mir nie hätte träumen lassen. Ich war so angetrunken. Oder ich war zwischen der Phase, kennt ihr das, wenn ihr von der Phase zwischen angetrunken zu betrunken rüber geht? Aber ihr seid noch so in diesem Mittelbereich. Dann ist es auch passiert. Freunde, Ypsala. Wir haben ein großes Bett geholt. Das ist schon etwas länger her. Auf jeden Fall haben wir schon das ein oder andere Mal auf diesem Bett Aktivitäten getrieben, dass das Bett schon gut angeknackst hat, möchte ich mal behaupten. Scheiße, Alter. Und ich war einfach so im Arsch nach dem Stream und ich wollte einfach in dieses Bett rein. Also habe ich Anlauf genommen. Ich bin mindestens 1,5 Meter in die Luft gesprungen und habe einfach mich so, ich bin einfach so wie so ein Fall. Ich habe mich einfach so ins Bett fallen lassen. Das hat die Angel Queen, sprich beste Freundin EU West, das hat die noch nicht gesehen. Ich knall aufs Bett und das Bett macht gediegen. Ich also im Hohlkreuz. Ey, wir müssen jetzt da was machen, Alter. Und sie so, nein. Ich drehe mich um und sag so, nein. Wir beide übelst am Lachen. Es war dann schon 2 Uhr nachts. 2, 3 Uhr nachts war das da so. Das war das, was mich so gefickt hat. Es war 2, 3 Uhr nachts und wir haben einfach das Bett gecrashed. Wir haben einfach, oder was heißt wir? Ich habe das Bett gecrashed, indem ich da betrunken draufgesprungen bin. Rocky Balboa, ich glaube, so hieß du, oder? Kann das sein, Rocky Balboa? Auf jeden Fall, wenn du das siehst, du hast das Ganze ins Rollen gebracht. Ich habe dann wirklich 1,5 Stunden betrunken versucht, das Bett wieder zu reparieren. Uns ist das Lattenrost kaputt gegangen und der eine oder andere weiß es, das Lattenrost kaputt zu kriegen, das soll schon mal einer machen. Und es ist nicht nur das Lattenrost kaputt gegangen, sondern auch diese Strebe, auf die dieses Lattenrost aufliegt, diese Strebe da, die ist auch durchgeknackst. Und dieses Fußding ist komplett durch den ganzen Raum zersprungen, das war auch noch aus Plastik. Ich hole mir jetzt eins aus Edelstahl, dann hält das auch die eine oder andere Aktivität mal wieder aus. Da kann der nächste Livestream doch willkommen, wa? Ich springe aufs Bett,
Plastikteile fliegen durchs Zimmer und ich habe das Bett gecrashed. Nach anderthalb Stunden habe ich mir die Schulter so dermaßen ausgekugelt, weil man muss das so richtig reinzehren, das Lattenrost und alles. Und dann hab ich das jetzt getauscht und habe das so provisorisch repariert. Aber das war ein Abend, Freunde. Ihr müsst erstmal 7 Stunden streamen. Betrunken streamen und dann das Bett crashen und nochmal 2 Stunden versuchen, das Bett wieder zu reparieren. Dementsprechend waren wir dann auch bis 6, 7 Uhr morgens wach und haben darüber diskutiert, was wir jetzt mit dem Bett machen, ob wir Neues holen, dies, das. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch wie immer ein Like und ein Abo da. Wo ihr dieses Teil findet, wisst ihr natürlich, alles in der Beschreibung verlinkt. Korrekt, dass ihr wieder am Start wart. Korrekt, dass ihr die Realia-Stories so feiert. Ich werde jetzt noch eine für euch aufnehmen, also seid da schon mal in Zukunft gespannt. Da kommt auf jeden Fall noch was auf euch zu. Bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt so wie ihr seid. Wir sehen uns bis zum nächsten Video wieder. Und der Angel ist raus. Pschsch.